Und da sind wir wieder bei Pokémon Kristall, diesmal auf Route 39. Im letzten Part haben wir Route 38 durchquert. Die ist gleich hier. Na, die ist gleich hier. So. Und hier ist gleich 39. Und deswegen geht es hier auch direkt weiter. Hier mit dir. Lass mal kämpfen, bitte. Okay, warte, sonst heile ich noch schnell mein Pokémon. So, Natu bekommt einen Supertrank. Vielen Dank. So, und jetzt lass uns kämpfen. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Gerne. Haha, die sind extra gerade aufgefrischt worden. Los geht's. Oh, ein Psycho. André. Ach, Fleckmon, ha? Huh? Den sind wir ja schon begegnet. Damals in Azalea City. Ach du grüne Neune. Nachtnebel bitte. Ist das jetzt hier effektiv oder nicht? Nein, gut, okay. Hatten wir schon bei Pantimos im letzten Part. Das war sehr interessant. Wir sind einem Pantimos begegnet. Das ist, das trifft man wirklich nicht gerade oft. Das ist selten. So, Oh, ich weiß nicht. Ach komm, lassen wir es einfach. Schnabel! So, das schaffst auch du, mein kleines Natu. Ja gut, nicht mit dem Heuler. Komm, das schaffst du trotzdem. Zack. Wunderbar, hier kommt der Tackle. Und hier kommt mein Nachtnebel, das man halt nicht sehr oft einsetzen kann. Obwohl 15 Mal ist eigentlich schon okay, ne? Für das, dass es Stärke 100 haben kann oder so, oder ein bisschen stärker oder so, ist das schon okay. So, was hast du noch? Noch ein Fleckmon? Na, langweilig. Aber okay. Ich wechsle trotzdem auf Evoli. Ich will mein Evoli wiedersehen. Komm raus, mein süßes Ding. Hallöchen. Guckt euch das an, wie goldig das ist. Oh Gottchen, ist das süß. So. Evoli, mach mal was. Biss wäre nicht schlecht. Oh ja, Biss. Sehr effektiv. Und was? Es ist nicht besiegt. Fluch. Funktioniert bei solchen Pokémon anders. Genau, das sinkt und steigert die Basiswerte. Oder hat die Werte. Bei Geist-Pokémon ja, werden eben die Hälfte des Lebens abgezogen. Und ja, ne? Das ist es halt dann. So, du bist besiegt. War ein guter Kampf. Deine Pokémon sind sehr fähig. Ja, vielen Dank. Schickt einen Teil nach Hause, blablabla. Wir rufen jetzt an. Oh, meine Mutter. Hi, Gekko, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Das ist in deinem PC. Dankeschön, Mama. So. Du weißt von den unterschiedlichen Pokéfähigkeiten? Bei den Menschen ist das ganz ähnlich. Jeder hat unterschiedliche Talente. Richtig. Beziehungsweise wird hier auf die Attacken angesprochen oder auf die Werte? Auf die Werte, glaube ich, ja. Hier haben wir eine Minzbeere. Mensch, was ist das denn? Was macht denn eine Minzbeere? Hm. Was macht diese denn? Und, aha. Das ist natürlich praktisch. Das hier ist die Kumu-Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Wieso ist jetzt das alles groß geschrieben? Ist es groß geschrieben? Sehr ist groß geschrieben? Und erfrischend. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Wieso ist das alles groß? Was? Okay. Ja, also das ist die Kumu-Farm, ja. Hier unten sind auch die ganzen Mülltank. Ja, ne? Die grasen da auf der Weide. Und hier haben wir... Ja, den Bauern, ne? Und seine Frau oder so, keine Ahnung. Mein Mülltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde, glaube ich zumindest. Oh je, das hört sich nicht gut an. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unser Mülltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Was ist denn mit dem Mülltank? Hier ist der Stall. Und hier ist auch das süße kleine Mülltank. Oh, es hört sich ganz schwach an. Gibst du Mülltank eine Beere? Würde ich gerne, aber ich habe keine. Mülltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Mülltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Okay. Ja, es braucht, glaube ich... Du musst ihn, glaube ich, mit 10 Beeren füttern. Ich glaube, es waren 10.
Und dann ist es geheilt und dann kann man hier auch Kumomilch kaufen. Und ja, im Moment geht es ja nicht, ne? Ich muss den erst Bären geben, ne? Ja, genau. Ja, ja, du kriegst hier nie welche. Okay, ja. Genau, und dann kannst du hier Kumomilch kaufen und die füllt 200 KP auf. Also das ist wirklich sehr praktisch. Müssen wir dann also wirklich mal ab und zu vorbeischneiden, wenn wir denn mal Bären im Sack haben, ne? So, schreiten wir weiter hier durch die Route. Wir haben gleich Oliviana City erreicht. Aber ich muss jetzt mal gucken. Ja, geht noch, ne? Da ist nur was drin. Was für süße Pokémon. Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon. Und zwar gleichzeitig. Okay. Solange es nur die Pokémon sind und nicht irgendwelche anderen Dinge. Pokémon-Fan. Ruth. Pikachu. Wie süß. Hallo, Pikachu. So ein süßes Pikachu. So. Nein, 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 nein. Das kann Elektroattacken. Raus mit Molchi, aber schnell. Hohoho. Hätte fast einen Fehler begangen. So. Donnerwelle, da ist es auch schon. Haha. Opfer. So, was nehmen wir denn jetzt? Surfer, oder? Das passt schon. Hey, voll die Anspielung auf Pikachu, Surfer-Pikachu. Ja, so ein Surfer, das Pikachu hat voll süß und so. Googelt mal nach Surfer-Pikachu. Das ist goldig. So. Oder Ballon-Pikachu. Mir macht es nichts aus zu verlieren. Ja, mir schon, ne? Weil ich fall dann in Ohnmacht und dann muss mich jemand ins nächste Pokécenter schleppen. Und ich verliere auch noch Geld. Richtig dumm. So, weißt du über Baby-Pokémon Bescheid? Die sind bestimmt super süß, das sind sie, ja. So, da oben ist noch ein Trainer. Fuck. Schade. Genau der richtige Moment, um mit Pikachu anzugeben. Aber was? Man gibt mit Pikachu nicht an, auch wenn es süß ist. Sönke. Pikachu, tatsächlich. Ist das jetzt die Route der Pikachu oder was? Da gibt's doch nicht. Jetzt darf ich schon wieder mein Pokémon wechseln. Wo sind wir denn hier? Zerfix. Kriegst gleich einen an Pfotzen. Nein, hier ist schon raus. So, jetzt pass mal auf. Eishieb. Natürlich war Pikachu wieder schneller. Bitteschön. Oha, das hat gereicht. Wow. So, was sagst du jetzt, ha? Oh, ich hatte keine Zeit, mit Pikachu zu prahlen. Ja, selber schuld, ne? Man prahlt auch nicht mit seinen Pokis. Pikachu muss sein, was meinst du? Ja, doch, schon. Es ist ja wirklich süß, ne? Okay, also vor allem hier in dieser Generation sieht es auch nochmal süß aus. So, haben wir es dann. Du kämpfst auch und gibst du nicht einem eine Nummer, oder? Du kommst gerade recht. Auf in den Kampf! Hä? Du warst nicht mal ein eigentlicher Trainer. Ich glaube, die kämpft nur nachts, kann das sein? Und du hast einen Mauzi. Ja, das wusste ich noch. Süß. So, das schafft aber auch ein Natu. Na, mein Hübsches. Das ist ja auch weiblich, sehe ich gerade. Oh, scheiße. Das habe ich nicht erwartet. Schaffen wir trotzdem noch. Komm. Zack. Jawohl, siehste. Zackeli, zack, so ist das. Und Jamie wurde besiegt. Oh, wie ernüchternd. Ja, ne? So, also was ist denn hier? Ich traf Mauzi nachts genau hier auf Route 39. Ich weiß nicht warum, aber es scheint es zu mögen, wenn ich hier trainiere. Es scheint mich durch das Training hier mehr zu mögen, als wenn ich woanders trainiere. So, so. Also gibt es hier nachts Mauzi zu fangen. Na, dem will ich mal auf den Grund gehen. Na? Ich hätte gern ein Mauzi. Bitte. Komm. Na? Da kommt ja gar nichts. Fräulein, du hast mir Arglobe. Wird's jetzt noch was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt. Und was erwartet uns? Bestimmt kein Mauzi. Doch, ja. Hoho, wunderbar. Level 18, das fangen wir uns jetzt. Flamme, komm raus, ich brauch deine Hilfe. So. Dann wollen wir doch mal. Ruckzuckhieb, das sollte ausreichen.
Ja, siehst du, da ist sogar noch ein Ruckzuck-Hieb drin oder vielleicht auch ein Tackle. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Fehler gewesen. Nein, gut. Sehr gut. Dann gehört das Mauzi jetzt und Beutel Pokéball los. Oh, Superball sogar. Dann muss es ja dranbleiben, ne? Oh, was ist mit meiner Stimme? Was ist denn da los? Tut mir leid. So, Katze, schimmernde Dinge faszinieren es. Findet es etwas Schimmerndes, leuchtet die Münze an seinem Kopf. Ja, es kann auch Zahltag und Zahltag ist eine voll geile Attacke, denn... ja, da springt dann mehr Geld raus, wenn du dann den Kampf gewinnst. Das ist voll geil. Und umso öfters du Zahltag einsetzt, umso mehr Geld wird es halt. Was steht hier? Benutze Kopfnuss, um Pokémon aus den Bäumen zu schütteln. Auf den Bäumen leben verschiedene Arten von Pokémon. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Und den Trainer sind wir jetzt umgangen. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt einfach nach Oliviana City. So, wunderbar. Da gehen wir jetzt erstmal ins Pokécenter. Irgendwie kann ich damit nicht leben. Nee, ich fordere den jetzt noch heraus. Ja, nee, ich will das jetzt einfach. So, komm her. Ja, ich bin gerade wieder in Oliviana angekommen. Wie steht es nun mit dem Pokémon-Kampf? Gerne. Ich bin extra für dich sogar zurückgegangen, ja. Also los geht's, lass uns kämpfen, Matrose Justus. So, so. Quapuzzi. Na also gut, das ist doch wunderbar. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ne? So, da Lärchen, das brauchen wir gar nicht. Oh, Mauzi ist hier, okay. Brauchen wir nicht, das schafft auch Konfenser. Confesta, Utrigaria, wie auch immer. Und dennoch bekommt Natu EP und dann ist es auf Level 24, wunderbar. Rankenhieb. Zack. Wundervoll. Und da ist es. Yay. Was schickst du noch raus? Ratikai! Okay. Da benutze ich doch... Ja, was? Ach so. Ja, stimmt. Dann passt das. So. Dann vergifte ich dich jetzt einfach mal ein bisschen, ne? Damit es einfach lustig ist. So. Mit deinem scheiß Hyperzahn. So, jetzt Säure am besten. Ich muss mich mal hier gerade hinsetzen, wieder so. Säure. Wow. Mächtige Säure ist mächtig. Und da kommt der Zerschneider hinterher und das war's. Wow, richtig zerfetzt. Was hast du noch? Ein Krabi. Oh, wie süß. Hallo, Krabi. Hallöchen. Und tschüss, ne? Schön, dich gesehen zu haben. Ich finde Krabi lustig. Das ist irgendwie ein lustiges Pokémon. Süße kleine Krabbe. So, das war's. Justus, danke für den Kampf, ne? Hat Spaß gemacht, ne? Oh, meine Pokémon wurden eingefangen und sind im Ausland aufgezogen worden. Sie begleiten mich auf meinen langen Reisen. Hey, was? Meine Pokémon eingefangen sind? Okay. Ich dachte schon, die waren in Gefangenschaft oder so. Ich glaube, das ist damit nicht so gemeint. So, jetzt sind wir in Oliviana City. Wir gehen erstmal schnusch... Fuck you! Das habe ich vergessen. Nein, der kämpft jetzt nicht. Na, du schon wieder? Na, kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Ach, apropos Verlierer. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Na, sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm oder sowas. Na, buhu. Wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Wer es glaubt, ey, du hast doch nur wieder Schiss gegen mich zu verlieren, Mann. Ah ja, dann haust du halt ab. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall... Hey, was soll denn der Scheiß? Versperrt mir einfach den Weg. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Pokécenter, heilen unsere Pokémon und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und da sehen wir uns dann ein bisschen in Oliviana City um. Und ja, die Arenaleiterin ist tatsächlich nicht da. Sie ist im Leuchtturm.
Und mal sehen, ob wir das schon im nächsten Part in Angriff nehmen. Spätestens dann aber im übernächsten Part. Aber alles mit der Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Euer GameTricks.